Adela sagen, gönne ich mir einfach mal Rückenwind. Ich liebe Schlafen. Wir haben 6 Uhr morgens. Heute ist ein sehr, sehr aufregender und besonderer Tag für mich. Das Fahrrad ist aufgebaut, die Felgen sind dran und ich zeige es jetzt. So 140 Kilometer, halt wie gesagt kompletter Rückenwind heute, also wird sehr, sehr einfach, aber ich hatte heute irgendwie keine Lust auf Sturm von vorne oder von Seite oder so, deswegen einfach mal in die Bahn gehüpft. Ich freue mich drauf. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich Schafe liebe? Schafe gefunden. Ja, und Lämmer, es ist einfach zu süß, ich liebe Schafe. Ah, ich glaube, lange Pause ist angesagt. Und Schafe gucken ist wichtiger. Bis dann. So, ich teste heute mal meinen neuen Helm. Achtung, stillgestanden, Lord Helmchen hat! Ich weiß, wunderschön. Aber er ist ziemlich schnell, das merke ich jetzt schon. Also, ja, fühlt sich komisch an, aber irgendwie auch geil, vor allem, weil man halt sich extrem schnell fühlt durch die ganzen Windgeräusche, die so abgedeckt werden. Man hört einfach nur Wind rauschen über den Helm rüber, ist schon ziemlich stark. Ein paar Nachteile gibt es natürlich. Das Ding ist deutlich schwerer als normaler Helm. Muss ich mal sehen, wie das eine lange Strecke im Rennen dann auf den Nacken sich auswirkt. Und natürlich das Ding auch nicht so gut durchlüftet wie normale Helme. Das heißt, im Rennen sollte es bitte nicht allzu warm werden, weil sonst habe ich echt ein Problem mit dem Helm. Aber ja, im Notfall fahre ich dann halt im Rennen einen normalen Helm, das geht ja auch. Ja. Man fühlt sich auch ein bisschen komisch damit, draußen rumzufahren, so im Alltag, also im Alltag nicht, aber so ohne Rennen im Training. Ja, man wird schon ein bisschen komisch angeguckt von Autofahrern und anderen Radfahrern, aber ja, ist halt so, ne? Man muss sich dran gewöhnen auch. Ja, so viel dazu. Das ist ein neuer Helm. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum halt erstmal Mitte Mai oder Anfang Mai eher noch eine Winterjacke an. Erklär es gerne. Wir haben 6 Uhr morgens. Ist ein bisschen kalt, aber heute ist ein voller Tag. 3,5 Stunden Training auf dem Plan, Arbeit und immer noch ein paar private Sachen.
Und deswegen heute mal sehr, 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 sehr früh auf dem Rad. Und daher die Winterjacke. Genau. Bis dann. Heute ist ein sehr, sehr aufregender und besonderer Tag für mich, denn meine neuen Laufräder wurden geliefert. Die Marke Arix hat mir freundlicherweise ein paar zur Verfügung gestellt. Die wurden gerade geliefert. Und die möchte ich gleich gerne einmal auspacken, euch einmal zeigen und dann auch schon aufbauen. Und hoffentlich auch direkt schon ans Fahrrad montieren. Genau. Aufregender Tag, wie gesagt. Ich freue mich wirklich sehr. Kurze Einleitung, was für Laufräder es sein werden. Einmal ist es für mein Zeitfahrrad natürlich, für SOS Cross Germany. Vorne eine aerodynamisch optimierte Felge in der Höhe 80 mm. Und hinten eine komplette Scheibe, also komplett ohne Speichen. Das sollte dem ganzen Fahrrad noch ein bisschen mehr Speed geben. Ja, streng Rekord, ihr wisst es, ist das Ziel. Da brauche ich jedes Watt. Und die Laufräder von Arix werden mir da mit Sicherheit helfen können. So, das Vorderrad ist ausgepackt. Hier ist es. Ja, wunderhübsches Rad. Ich bin beeindruckt von der Qualität. Optisch. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Ist schön schlicht. Die Logo ist nicht so auffallend. Gefällt mir sehr gut. Hier die Speichen, wie man das sieht. Auch aerodynamisch optimiert. Großartig. Ich glaube, die werden schnell sein. Was mir auch sehr gut gefällt, möchte ich kurz erwähnen, ist hier die Breite, die Innenbreite der Felgen. Das sind... Ich muss lügen, ich weiß gar nicht genau, wie breit die sind. Auf jeden Fall ist die Felge optimiert für 28 mm Reifen, was mir sehr gut gefällt. Es gibt aber, soweit ich weiß, auch eine schmalere Version. Ich habe mich bewusst für die breitere entschieden, da ich die breiteren Reifen gerne fahre für Komfort. Klar, ich fahre lange Strecken, da... Freue mich über jeden Komfort, den ich kriegen kann. Und umso schöner, dass die Felgen von Arix es erlauben, breite Reifen zu fahren und trotzdem noch sehr aerodynamisch unterwegs zu sein. So ein kleines Highlight an den Felgen, das mir sehr gut gefällt. So, ich packe gleich nochmal eben schnell das Hinterrad aus. Dann geht's weiter. So, und hier ist das Hinterrad. Wie ihr seht, eine Scheibe. Schwarz, schwarz-matt, hier wieder schön unauffällig die Logos. Gefällt mir optisch schon wieder hervorragend. Starke Verarbeitung. Was zur Optik noch zu sagen gibt, ist hier diese Ventilabdeckung. Und zwar ist die, das nimmt auf hier, mit sehr hochwertigem Klett verschlossen. Das kenne ich von anderen Laufrädern deutlich weniger elegant gelöst. Oft ist es einfach nur so billiges Tape rübergeklebt. Aber hier Arix hat ja etwas Gutes einfallen lassen, wie ich finde. Das hält gut, sieht gut aus und spart wahrscheinlich noch ein paar Watt. Perfekt. Ja, erster Eindruck von beiden Rädern von hinten könnte kaum besser sein. Und auch zum Gewicht. Es ist eine Scheibe, da erwartet man ein höheres Systemgewicht. Aber dem ist gar nicht so. Also das ist wirklich leicht. Ich denke, die Räder werden gut abgehen auf der Straße. Ich freue mich tierisch darauf, die auszuprobieren. Ich baue die mal eben auf und zeige euch das Ergebnis.
Draußen hat es angefangen zu regnen. Es wollte zu schütten. Und in der Zwischenzeit habe ich es hinbekommen, beide Laufräder aufzubauen, Tubeless umzurüsten. Hier das Vorderrad, das war deutlich einfacher als das Hinterrad. Das war gar kein Problem gegen meine ganz normalen Standpumpe. Das Vorderrad war wirklich innerhalb von 2 bis 3 Minuten fertig. Das war gar kein Problem. Also mit den Conti GP5000 Reifen mit 28, das ging so problemlos drauf. War sofort dicht, gar kein Problem. Also das war richtig entspannt. Genau. Sieht auch sehr gut aus, aerodynamisch, man sieht es nahezu nahtlos. Wird schnell sein auf der Straße, bin ich mir fast sicher. Ans Fahrrad damit, fertig ist. Das Hinterrad zeige ich euch jetzt. Hier das Hinterrad, ihr seht auch fertig, einbaubereit. Meine Standpumpe hat da nicht reingepasst und deswegen musste ich mit ungefähr 8 CO2-Kartuschen arbeiten. Und da hat der Adapter auch nicht so richtig gut funktioniert, dann war alles ein bisschen nervig. Aber ist drauf, sieht gut aus, hat alles funktioniert. Auch hier wieder aerodynamisch perfekt. Breite Reifen, wunderschön. Generell die ganze Scheibe gefällt mir optisch wunderbar. Ich kann es nicht warten, damit auf die Straße zu gehen. So, moin. Das Fahrrad ist aufgebaut, die Felgen sind dran. Und ich zeig's jetzt. Wunderhübsch. Das ist das Fahrrad, mit dem ich den Strengrekord beim Race Across Germany 2023 holen werde. Als Rahmen haben wir das Canyon Speedmax CFSL 7 E-Tap mit einer elektronischen Schaltung, nämlich der SRAM Rival 2x12. Cockpit hier vorne. Auflieger von SIP, hier vorne die Hebel, die Knöpfe für die Schaltung, genauso wie hier jetzt auch ein Knopf zum Schalten. Ja, das Cockpit, wunderhübsch. Sonst was haben wir noch? Seit gestern neu sind die Laufräder. Einmal das Vorderrad, das ist ein Airbix Aero VT in der Höhe 80 mm. Schön aerodynamisch drauf montiert habe ich Tubeless Reifen, nämlich von Conti, die Conti GP5000 STR. Dieselben Reifen habe ich auch hinten montiert. Man sieht es, hinten wunderschöne Scheibenfelge, auch von Airbix. Man sieht es, die nennt sich Frisbee. Gefällt mir optisch unglaublich gut. Generell das ganze Fahrrad finde ich sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr nett anzuschauen, wie ich finde. Ja, mit dem Rad geht's in knapp über einen Monat los. Ich freue mich drauf.